So, und herzlich willkommen mit mir, den Eli, und zurück zu Hearthstone. Ein Pack-Opening, Folge 6. Mal wieder das erste seit einem Monat, nachdem ich ja den Umzug vollzogen habe. Aber das habe ich alles schon in dem Infovideo erklärt, das ich online gestellt habe. Ja, Pack-Opening habe ich jetzt nicht aufgelistet in den Upload-Plan. Das werde ich höchstwahrscheinlich dann einfach mal zwischendurch mal machen, da das nicht häufig vorkommen wird. Vielleicht alle 2 Monate mal eins oder so. Ich glaube, es wird ein bisschen häufiger, wenn dann das große Turnier ist ja, kommt ja als nächstes. Wenn das verfügbar ist im August, dann werde ich sicherlich noch mal ein Pack aufmachen irgendwann. Wo wir eigentlich August haben. Vielleicht kommt das ja noch. Es gab ja einige Kritik, die ich gelesen habe, dass nicht die Möglichkeit besteht, dass man die Sachen einzeln kaufen kann, so wie hier bei Classic und bei Goblin vs. Gnomes. Vielleicht kommt das noch. Ich werde mir auf jeden Fall nicht 44 Euro diese ganze große Turnierkacke kaufen. Nein. Das ist mir dann wirklich schon viel zu teuer. Wo das 50 Kartenpackungen sind. In unter einer Stunde geht übrigens das Kartenchaos los. Da werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Jetzt geht's aber erstmal wieder rein. Ich brauche noch ein paar Karten. Ein paar Decks, die ich gerne machen würde. Und ich gucke einfach mal. Ich würde zum Beispiel gern ein Blood-Paladin machen. Habe ich einfach mal so genannt. Und zwar bräuchte ich da den Blutritter. Aber fangen wir erstmal an mit einem Classic Pack. Und dann schauen wir mal, fangen wir unten an. Wir haben das panische Kolo. Da haben wir die zweite Version davon. Ich habe bisher nur eins gehabt. Dann haben wir innere Wut. Dann gehen wir mal nach oben. Dann haben wir ein Irrwisch. Erlösung habe ich, glaube ich, noch nicht. Und die Ritter der silbernen Hand. Alles nicht so spannend. Der panische Kolo ist noch okay. Aber kein gutes Pack. Gucken wir mal uns das nächste an. Fangen wir mal unten wieder an. Belagerungsmaschine Nummer 2. Das ist ganz gut für ein Control Warrior, wie ich gemerkt habe. Angriffspanzer Max, nicht so geil. Splitterschwertdruck habe ich auch schon. Floating Watcher und ein Explosive. Scharf. Alles nicht so spannend. Gucken wir mal. Nächste Classic Pack. Und ich fange jetzt mal oben an. Druiden der Klaue. Dann ein Lipanum. Vollstrecker des Tempels. Immer eine seltene Karte. Der uralte Magier. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ist aber jetzt auch nicht so eine spannende Karte. Und der Armani Berserker. Bis jetzt nicht sonderlich viel Glück. Schauen wir mal, ich fange mal jetzt links an, der Ogre-Totschläger. Oh, ein Epic. Der Hobgoblin, das ist eine neue Karte, den habe ich noch nicht. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener mit einem Angriff ausspielt, erhält dieser 2-2. Das wäre ganz gut für einen Zulok eventuell, dass der immer stärker wird, aber sich da unbedingt drauf zu verlassen. Na, mal gucken. Und dann spielen wir hier noch eine seltene. Die Illuminatoren, die habe ich glaube ich auch noch nicht. Stellt bei einem Helden 4 Leben wieder her, wenn ihr am Ende ist, so wie es über ein aktives Geheimnis verfügt. Könnte nett sein, auch mal für einen Jäger ein bisschen Lebenspunkte wieder zu bekommen. Und dann haben wir noch den Magwarp, den habe ich aber schon, und den wirbelnden Zapomaten auch. Also der Hobgoblin neu. Und dann gehen wir mal Classic Pack rein. Gucken wir mal hier, Rädelsführer der Devias, Scharfseher von Sralmar und den wilden Pyromanen habe ich schon. Zieh mal, die Eislanze ist neu, die habe ich noch nicht. Guter Hustenanfall und den Scharfseher nochmal. Also Eislanze neu. Für ein Freeze-Mage gar nicht mal so schlecht, wenn ich das einen haben möchte. So, ich fange mal rechts an. Abgestimmter Miniboot habe ich schon. Dann haben wir den bemannten Schotter. Da würde ich gerne die höhere Version haben. Und dann Siege des Lichts habe ich auch, glaube ich, schon. Wichtel-Explosion das zweite Mal.
Imp Implosion könnte nett werden und der Aufzieher nur. So, guck mal rein. Bisher tatsächlich mit der Hochgoblin so als Neueinstellung verrückter. Oh, Crazy Alchemist. Sehr schön, den habe ich auch noch nicht. Auch eine coole Karte. Kann man ein paar Kombis mit spielen. Flame Imp. Den Dire Wolf Alpha. Lass die Hunde los. Ich glaube, die zweite, zweite Mauer und die Eisbarriere habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Das war ein Pack, das sich zumindest mal gelohnt hat. Und mal weiter. Wo fange ich dann jetzt an? Ich würde sagen, wir fangen erstmal alle auf der linken Seite an. Nervatron. Eluxiertes Robobärchen. So, und dann machen wir das mal in der Mitte. Den Cobra-Schuss habe ich auch erst einmal. Flame Cannon. Und ein Goblin-Pionier. Ob ich den habe, weiß ich gar nicht. Ich glaube, den habe ich aber schon. So, 6 Packs haben wir noch. Gucken wir mal. Fangen wir mal jetzt mal rechts an. Kreislauf der Natur habe ich, glaube ich, schon. Priester von der Lohn. Dann haben wir eine seltene. Den rastlosen Abenteuer. Eine zweite Version davon. Habe ich nur einen. Innere Wut. Und heiliges Feuer habe ich auch schon ein paar Mal. So, eine Legendary würde ich mal gerne haben. Ich habe ja so viel Glück gehabt, die letzten Card Opening Packs, die ich hatte, gingen ja doch relativ gut. Legendary. Hüterin des Heinz habe ich, glaube ich, noch nicht. König der Wildtiere habe ich schon. Und Siegel des Lichts und eine Glewer. Glewer habe ich auch schon fast jedes Mal mit den Packs drin. Ne? So, 2 Classic Packs haben wir noch. Dann gucken wir mal hier oben. Buße. Habe ich, glaube ich, noch nicht. Südmeermatrose, Eisbarriere. Geisterahnen habe ich, glaube ich, schon. Ich bin mir nicht sicher. Und der junge Drachenfalke eher unsinnig. So, machen wir mal unten die Beine auf. Angriffspanzer. Max schon wieder. Scharfe des Tüftlers habe ich erst einmal für den Schurken. Schurke habe ich, dass ich euch jetzt auch mal in der Pause ein bisschen rumprobiert. Und noch eine Implosion. Ja, die letzten beiden Packs. Alles nicht so spannend. Guck mal, scharlachrote Fanatikerin. Dann haben wir noch eine seltene. Dunkler Wahnsinn. Die habe ich noch nicht. Eislanze zum zweiten Mal. Und eine Epic. Urtum der Leeren für den Druiden. Ja, das kann man mal so machen. Noch eine Epic. Langbogen des Gladiators. Euer Held ist immun, während er angreift. Das ist ja nice. Also für den Jäger. Nicht für den Midrange-Jäger. Muss mal gucken, aber 7 Mana, ganz schön teuer. Also das Pack hat es nochmal einigermaßen rausgegeben. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt auch noch ein bisschen Glück haben. Turnier des Giftzahns. Wunder Zakomat. Und der Metalltarnspringer. Nicht so viel Glück, war nicht so ein geiles Pack-Opening. Gehen wir mal rein und dann entzaubern wir mal den ganzen Quark. So, 330. Kann ich dann da irgendeine Karte herstellen, die ich unbedingt brauche? Können wir mal beim Druiden gucken, was habe ich denn da Neues bekommen? Und um der Lehren. Ja, kann man machen. Beim Jäger gibt es auch ein bisschen was Neues. Metallzahnspringer, die zweite Version. Ja, Eislands habe ich jetzt zweimal. Erlösung hatte ich schon. Dann kommen wir mal im Priester rein. Dunkler Wahnsinn ist neu. Heiliges Feuer hatte ich auch schon ein paar Mal. Und dann gucken wir mal beim Schurken. Schaföl, glaube ich. Das hatte ich auch schon. Und beim Krieger. Zweimal die Belagungsmaschine, die ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann haben wir hier das Irrwisch. Den Drachenfalken zum zweiten Mal. Den Crazy Alchemist habe ich jetzt. Und da haben wir den Blutritter. Den würde ich gerne zweimal haben. Den Blatt. Ein Blattpaladin. Hobgoblin neu. Die Illuminatorin ist auch neu. Sehr schön, zweimal den Scharfseher von zweimal hatte ich tatsächlich noch gar nicht. Dann haben wir ihn jetzt, das ist ja gut.
zweite Magier ist auch neu. Kodo zweimal. Ja, ich denke mal, ich werde beim nächsten Mal mal schauen, wenn ich wieder ein Kartenpack-Opening mache, ob ich mir eine Karte... Wir können ja mal reingucken, ob ich irgendwas direkt brauche. Banduin, Unbändigkeit, wieder das Heinz, Milchbärkatze. Also beim Jäger brauche ich eigentlich gar Irreführung. Die Schlangenfalle bräuchte ich noch. Aber die kostet 400. Und beim Mage Blizzard, der astrale Arkanist wäre auch nicht schlecht. Friedensbewahrer, nicht so die Karte, die ich gerne hätte. Klingenwirbel beim Schurken, Schädelbruch. Ist als 7 Agent ist ganz nice. Die Wildgeister sind auch okay. Und beim Hexer nicht so die Karten, die ich unbedingt bräuchte alle. Beim Krieger fehlt mir eigentlich auch kaum noch was. Murloc Gezeitenrufer wäre noch eine Möglichkeit. Wie teuer ist denn der, um ein Murloc-Deck zu machen? Sonst haben wir Schützer an der Uhr, der Wächter ist Maria. Ach, der Arkan-Golem wäre mal geil für einen Facehunter. Der ist nämlich relativ gut. Kaiser-Kobra. Winzige Exorzistin. Tiefes. Ansturmkommandant wäre auch eine Idee noch. Ramhold-Assassin. Ja, so viele sind es gar nicht mehr. Ich würde sagen, ich lasse es einfach mal und dann spare ich mal ein bisschen Dust. Das war's mit dem Pack-Opening Folge 6. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach mal, wenn es soweit ist, mit der Folge 7. Also, bis dahin. Ciao.